Hey Leute und willkommen zurück zu Lego Star Wars. Beim letzten Mal haben wir Episode 1 gemacht. Zumindest in der letzten Episode, die ihr gesehen habt. Denn ich habe ein Déjà-vu. Denn ich habe diese zweite Episode schon gespielt. Und zwar eine Dreiviertelstunde lang. Ich habe eine Dreiviertelstunde an dieser einen fucking Mission gesessen. So, und was passiert dann? Spiel geht runter. Spiel geht wieder hoch, Spiel stürzt ab. Spiel hat keine Checkpoints. Und ich dachte mir so, ja, fick doch die Henne. Und dann habe ich mir so gedacht, ich nehme jetzt nicht auf. Ich bin bockig. Das hast du davon. Und insofern habt ihr ein Déjà-vu, weil das in der ersten Mission ja auch schon so war. So, der einzige Unterschied ist, hier habe ich noch nicht durchgespielt, sondern hier bin ich tatsächlich dann nicht mittendrin, aber wahrscheinlich kurz vorm Ende abgekackt, beziehungsweise wurde rausgeschmissen. Und insofern nehmen wir das Ganze nochmal auf. Also ich nehme es nochmal auf, ihr kriegt es zum ersten Mal. Ich glaube, ihr habt es verstanden. Und ich muss aber eines sagen. Ich saß eine Dreiviertelstunde an dieser Mission. Und das liegt primär daran, dass ich versucht habe, so schnell wie möglich 100% zu bekommen. So, wisst ihr, was wir jetzt machen? Ihr könnt ja mal raten. 3, 2, 1. Richtig, wir ignorieren die 100%. Falsches Spiel, egal. Das machen wir aus einem ganz einfachen Grund. Es geht mir auf den Sack. Das ist so Punkt 1, Punkt 2 und Punkt 3 und alle drauf folgenden. Denn es... Nein. Ich habe einfach keinen Bock drauf. Ihr seht wahrscheinlich auch, ich habe die Grafiken runtergestellt. Das hat einfach den Performance-Grund, dass letztes Mal das auch alles ein bisschen abgespackt hat, ab und zu ein bisschen gehangen hat, weil dieses Spiel super Performance-fressend ist. Das ist echt Minecraft 2.0. Also wenn man sagt, Minecraft ist Lego für Große, dann hat man auch mit der Performance des Spiels recht. Also insofern trifft es mehrfach. Jetzt habe ich aber genug geredet. Wir spielen jetzt Kapitel 2 in der Story. Und ich bin gar nicht gespannt, weil ich kenn's halt schon. Alles klar, Episode 4, eine neue Hoffnung. Vielleicht kann ich ja dieses Mal zum ersten Mal dann auch den Dingens vollständig vorlesen. Mal schauen. Kapitel 2, durch die Jundlandödnis. Darth Vader sucht an Bord von Prinzessin Leias Raumschiff vergebens nach den geheimen Plänen. Der Druide R2-D2 ist mit den Blaupausen des Todessterns auf dem Planeten Tatooine entkommen. Ich rede komisch. Doch zusammen mit seinem Begleiter C3PO wurde er zu D2 von Jawas geschnappt. Oh mein Gott. Kleinen Sammlern, die mit Metallschrott handeln. Ja, die kennen wir ja. Houtini! Ungeahnt des großen Schicksals, welches ihn erwartet, sucht der junge Luke Skywalker Druiden, die auf der Feuchtfarm seines Onkels helfen sollen. Er ernährt sich der Sandraupe und schon bald wird sich sein Leben für immer verändern. Dam, da, da, dam. Oh, ich hab's geschafft, komplett durchzulesen. Das ist ja geil. Oh, ich hab mal über 30 FPS. Das ist selten. Jetzt hab ich wieder. Kaum sag ich's, hab ich wieder unter 30 FPS. Alter, da geht alles kaputt. Alles geht den Bach runter. Welch verkommene Gesellschaft. Was will der Regisseur dieses Videos uns damit sagen? Es geht um den Verfall der modernen Gesellschaft. Nein, tut es nicht. Natürlich, der nicht existierende Hintereingang. Und genauso ist es in den Filmen passiert. Genauso und nicht anders. Nicht irgendwie, dass R2 Ben Kenobi sucht oder so. Ich hab gespoilert. So, erstmal schön melken. Ah, nicht zugucken. Sexuelle Belästigung. So, alter Mann macht komische Geräusche. Kennt man ja aus dem normalen Leben. So, hallo? Hallo, ich bin alt. So, komm, los geht das. So, jetzt sind wir hier. Und anstatt hier diesen ganzen wunderschönen Kram zu machen, verziehe ich mich einfach. Weil ich da keinen Bock drauf habe. So, kommt doch her, ihr Ausgeburten der, nicht der Hölle, sondern der Wüste. Was ja sogar Sinn macht. Okay. Ja, kommt, ich komm hier, geh hier dran vorbei. Kann ich auch einsammeln. Hier. Ne, und so, also jetzt hier schon mal so präventiv ein bisschen rumballern. Moment, also, Ben Kenobi, verteidige mich. Verteidige mich. So, hoch da. Achso, hier gibt es nur eine bessere Position und Geld. Om nom nom Geld. Ganz viel Geld. Hier ist noch mehr Geld. Hier, präzise Schüsse und so. So, den blauen nehme ich doch mit. So, kaputt machen kann ich. Das habe ich mal gelernt in der Schule. Kaputt machen.
Ich war zwar nur im Anfängerkurs, aber ich habe es theoretisch gelernt. Nein, du bist mein. Bist du nicht. Okay, dann nicht. Ihr ganzen Drecksäue, ihr glaubt wohl, ihr kommt hier in meine Stadt und könnt machen, was ihr wollt. Also, mein Sandfleck. Aber eigentlich ist es eurer. Also, egal. Es geht ums Prinzip. Oh, hallo, wir müssen mal eben. Wir bringen Zivilisation. Wir sind die Römer. Wir, jetzt habe ich es durchschaut. In Wirklichkeit, hier sind wir die Römer und sorgen für Zivilisation in den zurückgebliebenen Bereichen und so. So, jetzt möchte ich aber nicht mehr. Jetzt möchte ich wieder ihn, den Fernkampf-OP. So, ich glaube, hier müssen wir, oder? Oder ist das optional? Ich weiß das gar nicht mehr. War das optional? Wir machen jetzt einfach mal. Unten fällt auf, ich habe ja hier einen Kaffee hingestellt. Das Ding ist jetzt nur, dass ich gerade die medizinisch absolut perfekte Position am PC eingenommen habe. Das heißt, zurückgelehnt auf dem Sessel und mit Beinen auf dem Schreibtisch. Moment, ich muss mal ganz kurz hier super professionell. Kaffee! Muss ja meinen Kaffee trinken, sonst wird er ja kalt. Das wäre ja Verschwendung. Und das wollt ihr ja nicht verantworten. Ah, und weiter geht's. Fortsetzen. So. Übrigens, wenn man sich fragt, warum ich gerade so ziemlich überschwänglich bin in meinem Commentary. Oh, ich brauch das sogar. Das liegt primär daran, dass ich jetzt seit Wochen und noch mehr Wochen einfach nichts mehr aufgenommen habe und so richtig Bock habe. Ich hatte gestern schon richtig Bock. Das Ding war nur, dass ich gleichzeitig super müde war. Das heißt, dass bei mir irgendwie so alle 10 Sekunden mal so ein Stein einsammeln rauskam und sonst nichts. Und deswegen bin ich gerade super happy, dass ich überhaupt aufnehmen kann, so viel zu dem Plan. Ich bin hier so das Sprungmeister-Ass-Niveau-Typi-Heini. Und so. Warum kann ich nicht so eine Aura haben? Also ich weiß, das hat man, wenn man diesen doofen Super-Gedöns eingesammelt hat. Aber warum kann ich das nicht Standard haben? Ich meine, ich bin doch sowas Besonderes. So. Und ich glaube, allein bis zu diesem Punkt habe ich beim letzten Gameplay, Let's Play, Part, Video, Gedönszeug, eine halbe Stunde oder sowas gebraucht, weil ich halt jeden möglichen Scheiß eingesammelt habe. Warum explodiert das da hinten, wenn ich das hier anschieße? Logik, bitte. What are you doing, Logik? What are you doing? What are you even trying? So, Moment. Jetzt müssen wir nämlich hier so krass und so. Moment, jetzt bauen wir den nämlich auch noch da drauf. Das machen wir hier so und da so und dies und das und jenes. Om nom nom, ein blauer. So, jetzt kann ich da oben aber noch. Hallo? Dankeschön. Nee, das hilft nicht. Ich weiß wieder. So, jetzt muss ich nämlich so und da hoch. Und jetzt kann ich hier derp. Und jetzt kann er da lang und ich kann hier nicht hoch. Komm her. Och, ich wollte schon sagen, alter Mann. Also, nein, fall doch nicht. Du bist so doof. Och, immer diese senilen alten Säcke kriegen nichts mehr auf die Reihe. Nur noch Rücksprünge. Furchtbar. Überhaupt keinen Nutzen haben die mehr. Können nur noch Rückwärtssaltos. Ach, diese Perspektive, ne? Über sowas macht man sich im jungen Alter ja immer keine Gedanken. Also so im super jungen Alter. Aber wenn man so ein wenig schon in der Spielegeschichte weitergeschritten ist, dann fallen einem solche Sachen doch wirklich auf. Ich glaube, es hackt. Was passiert denn hier gerade? Bin ich dem Spiel gerade zu gut und es muss mich dran hindern oder was? Nee, ich glaube nicht. So. Alles klar, jetzt ist hier so und jetzt dürfen wir. Alles klar. Nee, ich brauche den da. So, jetzt müssen wir noch den zweiten Schalter umlegen. Zack, bumm. Jetzt ist hier unten dieses Aufsauggedöns angegangen. Jetzt springen wir hier einfach rein. Kommen hier wieder raus und gehen da rein.
So, und eine von den super Abfuckstellen kommt jetzt nämlich gleich. Werde ich euch dann zeigen. So, C3PO haben wir noch nicht und ich habe auch keinen Bock auf Backtracking, deswegen gehen wir hier nicht nochmal hin. So. Achso, und versteht mich nicht falsch. Natürlich ist Lego Star Wars trotzdem immer noch ein erhabenes Spiel. Und einfach nur genial, aber es hat halt trotzdem so seine spielerischen Schwächen. Was man unter anderem natürlich aber auch dem Alter zuordnen kann. Ganz klar. Diese Stelle, ja? Diese Stelle ist der absolute Abfuck. Wisst ihr auch warum? Weil man die alle aufmachen muss, um danach die Macht bei jedem Einzelnen zu benutzen. Damit die alle angehen. Und jedes Mal fallen nur so ein paar Graue raus. Das ist super bescheuert. Und wenn man sich hier darum kümmert, dass man wirklich alle einsammelt, dann ist man danach reif für die Klapse. So, ich bin sowieso schon reif für die Klapse, deswegen macht das bei mir keinen Unterschied. Aber... Achso, ist schon offen. Alles klar.